Und damit hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute gucken wir uns mal Retro Art für die Nintendo Switch an. Und der eine oder andere hat sicherlich auch schon von Lacker gehört, was eigentlich eine Linux-Distribution ist, auf der nur Retro Art läuft. Aber in Lacker gibt es eben die eine oder andere Schwierigkeit, sodass zum Beispiel das Dock nicht unterstützt wird. Und deswegen gucken wir uns halt einfach Retro Art an, wie es nativ auf der Switch läuft. Das heißt, es werden alle möglichen Controller-Typen, die auf der Switch laufen, unterstützt. Alle möglichen weiteren Sachen wie das Dock und so. Aber die Leistung ist halt teilweise ein bisschen problematisch, weil Lacker die Treiber von Nvidia benutzt, die offiziellen. Und hier die Version im Horizon OS von RetroArch kann das leider nicht. Aber dann können wir hier auch einfach auf Load Content gehen. Damit können wir dann alle Dateien starten, die wir wollen. Beziehungsweise alle unterstützten Dateitypen. Da können wir dann einfach zu unseren ROMs gehen. Ich habe die hier im RetroArch und dann im ROMs-Ordner. Und dann können wir erstmal hier Mario Kart für den Game Boy Advance probieren. Da kann man dann zwischen zwei GBA-Emulatoren auswählen. Ich nehme MGBA. Und das können wir dann eben spielen. Die Auflösung ist natürlich relativ schlecht, weil es ein GBA-Spiel ist. Obwohl nehmen wir einen höheren CC. Und dann können wir auch schon hier losfahren. Man kann das im ganzen Mal mit den Joy-Cons oder mit dem Pro-Controller oder mit irgendeinem anderen Switch-kompatiblen Controller spielen. Und ja, das Spiel wechseln kann man, indem man auf Plus und Minus gleichzeitig drückt. Dann kann man das hier schließen. Es gibt auch alle möglichen Optionen hier, also man kann Overlays anmachen und alles Mögliche einstellen. Dann können wir den Inhalt schließen. Und zum Beispiel mein SNES-Spiel probieren oder eine SNES Homebrew, ja. Ich werde natürlich auch alle Sachen, die ich hier zeige, also alle Homebrews, das heißt Flappy Bird GBA und Jet Pilot Rising SFC, in der Videobeschreibung verlinken. Und dann kann man hier dann einen Core aussuchen. Und das eben starten. Und das ist eben so ein Spiel, wo man immer eine Taste drücken muss, um dann oben zu bleiben. Halt eine SNES Homebrew. Ich finde den Grafikstil ziemlich lustig oder ziemlich interessant. Auch eine interessante Idee, dass man eine Katze fliegen lässt. Aber wirklich anfordernd ist das Spiel jetzt nicht. Und irgendwie habe ich den Eindruck, dass es auch je nachdem, ob man gerade einen Input gibt, unterschiedlich schnell läuft. Aber ich denke mal, dann können wir auch wieder den Core wechseln. Und nochmal eine GBA-Homebrew spielen. Und der Flappy Bird GBA. Das können wir wieder mit MGBA starten. Und das ist jetzt ein bisschen blöd, weil man das Ganze schräg halten muss. Aber dadurch, dass man den Joy-Con von der Switch abnehmen kann, ist es halt gerade für den Handheld-Modus ein ganz gutes Spiel. Man kann natürlich auch Screenshots und so machen, jederzeit ein Save-State machen. Aber insgesamt gibt es da auch schon eine ganze Menge von Systemen. Nintendo DS und oder N64 oder so gibt es da noch nicht. Für N64 gibt es gerade so eine Bounty, das heißt, es haben viele Leute Geld gespendet. Und wenn irgendjemand Lust hat, dann kann der das eben implementieren und dann bekommt er das Geld. Aber es gibt eben eine ganze Menge von Cores. Den 2048er Core kann ich gleich auch nochmal zeigen. Aber dann gibt es eben alle möglichen Systeme. Final Burn Alpha, MAME, Stellar Pro System. Noch auch so ein paar Spiele-Engines, die ja auch schon einzeln importiert wurden. Ein C64 Emulator, DOSBox. Wieder ein paar Engines. PC Engine.
Game Boy, da gibt es irgendwie drei Emulatoren für, zwei Game Boy Advance Emulatoren, drei NES Emulatoren, ein Pokémon Mini Emulator, zwei SNES Emulatoren, ein Virtual Boy Emulator natürlich ganz wichtig. Alle möglichen Sega-Systeme und sogar ein PlayStation Emulator und ein 3DO Emulator. Aber wollte ich ja nochmal 2048 zeigen. Das ist halt so ein kleines einständiges Spiel in dem Emulator. Da muss man den Code dann auch einzeln starten. Aber das ist jetzt von der Grafik her auch nicht das Allerbeste. Aber ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und eure Emulator-Wünsche sind mit RetroArch befriedigt. Bei Fragen könnt ihr euch in den Kommentaren an mich wenden. Wobei ich nicht weiß, ob ich Fragen zu Emulatoren so groß beantworten kann. Und ich bin auch, oder ich unterstütze es auch nicht, wenn irgendwie ROMs gepostet werden. Also wenn jemand in den Kommentaren eine ROM-Seite posten sollte, dann werde ich oder den Kommentar löschen. Von daher tut das am besten einfach nicht. Aber dann hoffentlich bis zum nächsten Video und ciao, Kakao!